Hallo Internet, wir müssen mal reden. Die letzten Wochen, Monate waren echt hart für mich. Die waren echt super, super, super anstrengend. Und ich glaube, das sieht man auch in meinem Kingdom Hearts Union Cross einfach erklärt Video, was diesen Freitag online geht. Einfach an meinem Gesicht. Wenn ich mir die Aufnahmen selber nochmal angucke, sieht man, finde ich einfach, wie abgekämpft ich da bin. Meine Augenringe sind so tief, da gehen Piratenschiffe drin verloren. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt dieses Video mache. Weil ich bin an einem ganz schwierigen Punkt gerade, wo ich eine Entscheidung treffen muss. Wo ich einfach sagen muss, kann das so weitergehen oder kann es nicht weitergehen? Diese Videos, wie ich sie mache, sind auf eine gewisse Art und Weise, behaupte ich einfach mal, schon etwas Besonderes auf YouTube, weil ich mache meine Videos nicht so oder und vor allem ich editiere meine Videos nicht so, wie andere Leute das machen, nämlich gar nicht oder nur minimal. Ich stecke halt unfassbar viel Arbeit da rein und man kann natürlich darüber streiten, ob man das Video an sich jetzt trotzdem gut findet oder nicht, oder ob man mich witzig findet oder nicht, und was auch immer. Es ist natürlich auch Geschmackssache und so weiter. Okay, aber zeigt mir bitte jemanden, der YouTube nicht hauptberuflich macht, dessen Hobby das alles eigentlich nur ist und der trotzdem solche Videos rausklatscht wie ich. Ich kenne keinen. Ja, generell ist es so, dass ich schon sehr alt bin für das, was ich hier tue. Ich bin fast 32 Jahre alt mittlerweile. Und als ich angefangen habe mit YouTube, vor knapp 7 Jahren, da war ich 25. Das ist ein Alter, in dem viele Leute, die YouTube halt nur als Hobby machen, eigentlich schon aufhören. Und da habe ich halt erst angefangen. Es gibt natürlich auch seine Gründe, warum Leute aufhören mit YouTube. Und im Endeffekt ist es immer der Faktor Zeit irgendwo. Es liegt nicht am Spaß, es liegt in der Regel einfach an der Zeit. Und wenn man sich so umschaut auf dem deutschen YouTube, und natürlich kann ich nicht jeden anderen YouTuber oder so kennen. Ihr kennt vielleicht einige, die genau das widerlegen, was ich gleich sage, aber Leute in meinem Alter machen YouTube entweder hauptberuflich und sind total erfolgreich damit, oder es gibt sie halt einfach nicht. Ich glaube, ich habe einfach das innere Bedürfnis, die Leute ein bisschen mehr dafür zu sensibilisieren, was es bedeutet, solchen Content zu produzieren. Das ist unglaublich viel Stress. Ich gehe ganz normal 40 Stunden arbeiten, wie die meisten anderen Leute auch. Und alles, was irgendwie im Internet passiert, wo ich Beckenzack bin und sage, ich mache jetzt hier ein YouTube-Video für euch oder ich streame auf Twitch oder ich mache eine neue Podcast-Folge, das passiert alles in meiner Freizeit. In den paar Stunden, die mir täglich bleiben. Ich meine, wie viel Freizeit hat man wirklich? Wenn man 40 Stunden die Woche arbeiten geht, und man halt entsprechend sich um ja normale Dinge kümmern muss, wie man muss seinen Haushalt erledigen, man muss einkaufen gehen, vielleicht hat man sogar schon Kinder, man muss sich um Kinder kümmern, all solche Sachen. Wie viel Freizeit bleibt einem da wirklich? Das sind pro Tag vielleicht 5, 6 Stunden, wenn es hochkommt, ja, wo man Zeit hat und man kann das tun, was man selber möchte, wenn es hochkommt. Wenn man Kinder hat, wahrscheinlich eher noch weniger. Und wenn ihr so jemand seid, der in dem Alter einfach ist oder der allein wohnt und ihr jetzt nicht unbedingt vielleicht noch bei euren Eltern wohnt, weil ihr noch ein bisschen jünger seid, dann versucht euch wirklich mal vorzustellen, was es bedeutet, nach einem harten Arbeitstag sich aufzuraffen und zu sagen, okay, ich arbeite jetzt weiter, weil das ist Arbeit und ich mache das nicht dafür, weil ich dafür irgendwie Geld kriege oder weil es mein Job ist. Sondern nein, ich mache das einfach, um wildfremden Leuten im Internet eine Freude zu machen, die ich nicht persönlich kenne.
Und überlegt euch das mal, was das bedeutet, wenn ihr das über mehrere Monate, mehrere Jahre hinweg jede Woche machen würdet. Versucht euch das mal vorzustellen. Und es ist ja nicht so, dass das ab und zu mal ist. Ich habe in den letzten Wochen, und es war immer mal wieder phasenweise so bei mir, dass ich einfach null, so null, null Freizeit und Zeit für mich gehabt habe. Diese einfach erklärt Videos zu machen, gerade weil ich einen hohen Qualitätsanspruch an mich selber stelle, und wie gesagt, man kann natürlich darüber streiten, wie qualitativ hochwertig diese Videos nun sind oder nicht. Aber für mein eigenes Spektrum, für meine eigenen Erwartungen habe ich einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Und ich möchte die Sachen eigentlich nur so machen, bisher, wie ich sie gemacht habe. Und das bedeutet halt einfach, dass ich zum Teil nur noch für andere Leute lebe, weil ich Content für andere Leute produziere und ich streng genommen nicht viel davon habe. Ich habe bis vor Weihnachten hatte ich gut anderthalb Monate Zeit und ich brauchte die Zeit wirklich, um mal wieder klarzukommen. Davor war es das ganze Jahr über einfach zu viel. Also ich bin an einem Punkt, wo ich mit YouTube, wo ich mit Twitch, wo ich mit den Podcasts und generell Social Media Gedöns, wo ich einfach so ausgelastet bin, dass ich keine Zeit mehr habe, irgendetwas für mich selber zu tun oder zu machen. Ich habe zum Teil in der Vergangenheit Freunden, Familie und so weiter abgesagt, weil ich gesagt habe, ey, ich habe keine Zeit, ich muss ein YouTube-Video machen. Furchtbar dummer Fehler eigentlich. Ich war aber so verbissen und wollte das unbedingt und habe gedacht, wenn ich mich einfach nur richtig krass anstrenge und mich richtig reinknie und quasi meine gesamte Freizeit dafür opfere, dass das dann funktioniert und ich damit erfolgreich bin. Bin ich aber nicht. Ich mache das jetzt seit 7 Jahren ungefähr. Und ich habe in diesen 7 Jahren natürlich auch viel gelernt. Ich habe auch mal Fehler gemacht, hätte Sachen anders machen sollen oder können. Und das weiß man natürlich erst später. Und das ist auch okay. So, das ist ja das ist ja ein laufender Prozess. Man entwickelt sich weiter und man lernt dazu und so weiter. Aber es ist auch irgendwann der Punkt erreicht, wo du dich fragen musst, macht das alles, was ich hier tue, überhaupt noch Sinn? Ja, was habe ich davon? Überlegt euch wirklich, wie es für euch wäre, wenn ihr arbeiten geht und ihr dann keine Freizeit habt, weil die Freizeit, die ihr habt, opfert ihr auch für andere Leute. Ich habe gerade das letzte Jahr über, habe ich auf Twitch, habe ich wirklich sehr viel gestreamt und wollte gern Twitch-Partner werden, habe darauf hingearbeitet. Und es waren noch echt viele Leute da und ich habe halt fast jeden Kingdom Hearts Teil nochmal gespielt, nochmal gestreamt, habe die auf Critical durchgespielt, im schwersten Schwierigkeitsgrad. Und es waren viele Leute da. Ich habe auch einiges an Support bekommen, an Spenden und so weiter. Es hat alles Spaß gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, gut, okay, jetzt habe ich aber ein Jahr lang nichts anderes gemacht in meiner Freizeit, außer Kingdom Hearts zu spielen. Und das ist das, was ich euch versuche zu sagen. Ich habe zum Beispiel nur Zeit, irgendwie mal was zu zocken oder Videospiele zu machen, wenn ich das in einem Livestream mache auf Twitch. Sonst habe ich keine Zeit dafür. Die ist einfach nicht da in meinem Leben. Und dann machst du das ein Jahr lang und fokussierst dich nur auf Kingdom Hearts, auf Spiele, die du schon x-mal gespielt hast und auf die du selber vielleicht gerade einfach gar keinen Bock mehr hast, weil du die halt schon kennst. Du kannst nicht nach links und rechts schauen und mal sehen, was sonst noch so in der Welt passiert und was neu so rauskommt und so weiter. Kannst nichts von dem neuen Kram zocken, das was du eigentlich gern möchtest. Du kannst das alles nicht haben. Du machst nur Sachen für andere und du denkst dir, okay, jetzt habe ich viel Zeit für euch aufgewendet und jetzt läuft das. Jetzt habe ich ja hier wieder so eine kleine Community mir aufgebaut. Und dann sagst du, wir machen jetzt mal was anderes als Kingdom Hearts. Und auf einmal sind die Leute weg. Die sind einfach, die sind weg, weil du nicht mehr Kingdom Hearts spielst auf Twitch. Und das ist so ein Schlag ins Gesicht. Das ist so niederschmetternd. Ich habe natürlich einen harten Kern, die immer da sind und die mit mir auf dem Discord sind und die auch schon
echt schöne Sachen für mich gemacht haben und sich echt was überlegt haben, mich überrascht haben, mir was zum Geburtstag geschenkt haben, zu Weihnachten und so weiter. Total super, total nett. Und ich bin sehr dankbar für diese Leute. Und ich sage das nie oft genug und ich werde es auch nie oft genug gesagt haben, aber ich bin sehr dankbar für meine Community, die ich habe und die auch recht hinter mir steht. Aber im Endeffekt sind auch diese Leute halt auch nicht so viele. Das ist halt eine kleine Gruppe an Leuten. Das sind vielleicht, wenn es hochkommt, 30 Personen, die immer machen und sich den Arsch aufreißen und mir auch wirklich versuchen, was zurückzugeben. Das ist aber ein Fliegenschiss im Vergleich zu den mittlerweile fast 11.000 Abos, die ich hier auf YouTube habe. Und der Großteil der Leute ist halt einfach nicht da. Und das ist super, super, super schade. Als ich angefangen habe, YouTube zu machen, hatte ich eigentlich, ja, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, habe ich das gemacht, weil ich vor kurzem etwas sehr Wichtiges in meinem Leben verloren hatte. Und ich habe im Endeffekt versucht, einen Ersatz dafür zu finden. Ich wollte mit YouTube Leute erreichen, die irgendwie gleichgesinnt sind, die ähnliche Interessen haben wie ich und so weiter. Und war halt so naiv und stur und habe gesagt, ey, ich mache das alles anders. Ich mache das nicht so wie zig Leute vor mir. Ich will nicht der achte Typ sein, der irgendwie im Internet, oder der 80. Typ eher, der im Internet sich vor die Kamera stellt und irgendwas euch über Nintendo-Spiele erzählt. Weil davon gibt es genug da draußen. Ich mache das alles anders. Ich mache eine Nerd-Kalypse, ja. Ich mache alles zusammen, was es gibt und alles, was mich irgendwie interessiert, in der Hoffnung, auf Leute zu treffen, die all das, was mich bewegt, auch gleichzeitig bewegt und dass ich coole neue Leute kennenlerne und einfach coolen Content mache und Spaß daran habe und das mache, was ich selber mir auch gern anschauen würde auf YouTube. Und ich habe ganz viel ausprobiert. Ich habe ja ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Und das war halt ein ganz großer Fehler. Weil so funktioniert YouTube halt nicht. Du kannst das so nicht machen. Es hat schon seinen Grund, warum große Kanäle, große YouTuber halt verschiedene Kanäle haben für verschiedene Sachen. Die bleiben bei einer Sache. Und ich kann das auch nur aus meinem eigenen Konsumverhalten reflektieren und habe da auch vollstes Verständnis für, zu sagen, ey, wenn ich ein User bin und ich habe einen YouTuber zu einem bestimmten Thema und der hat dazu tolle Videos gemacht, dann gucke ich mir das an. Wenn diese Person aber auf einmal anfängt, Content zu einem anderen Bereich zu machen, der kann auch sehr ähnlich sein, aber es ist trotzdem ein anderer Bereich, dann gucke ich mir das nicht an. Weil ist einfach so. Du hast den YouTuber für eine Sache und dann guckst du dir eine Sache und sobald er was anderes macht, interessiert dich das einfach nicht. Und das ist aus einer User-Perspektive auch, wie gesagt, vollkommen nachvollziehbar und ich mache das zum Teil auch. Für denjenigen, der Content kreiert, ist das aber ein richtiger Schlag ins Gesicht. Und das ist unfassbar demotivierend. Und ich glaube, man versteht einfach nicht, was für eine Belastung das wirklich ist. Was das für eine psychische und zum Teil für eine körperliche Belastung ist, wenn man wirklich Content am laufenden Band für andere Leute macht und nicht sich Zeit für sich selbst nimmt. Ich hatte das damals im ersten Kingdom Hearts Video gesagt, dass ich das Skript, dass das ultra lang war und ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt mal so offen gesagt habe. Im Stream hab ich es bestimmt mal erzählt. Aber ich glaube auf YouTube nicht. Ich habe zum Teil 48 Stunden durchgearbeitet. Und ich meine nicht so von wegen, ha, ich war wach, habe irgendwas gemacht. Nein, Alter, ich habe 48 Stunden am Stück ohne zu schlafen durchgearbeitet, weil ich damals gesagt habe, das ist jetzt ein Scheideweg für mich. Ich möchte unbedingt so ein Video über Kingdom Hearts machen, weil mir das sehr am Herzen liegt und weil ich da großer Fan von bin. Und wenn das nicht erfolgreich ist, dann schmeiße ich alles hin und lasse es sein, weil dann habe ich keine Kraft und keine Energie mehr dafür. Ich bin drunter. Das war so ein bisschen der Kampf mit mir selber beweisen zu wollen, ey, wenn du einfach wirklich, wenn du dein Herz ausbluten lässt und alles in deinen Kontext steckst, ja? Und du so weit gehst, dass du gesundheitlich dich damit irgendwo kaputt machst sogar. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann kannst du es sein lassen, weil dann hast du halt echt alles probiert, was du probieren konntest. Dann bist du halt einfach nicht interessant genug oder deine Videos sind nicht so gut, wie du dachtest. Okay, ist ein Kapitel im Leben, hak's ab.
Dann kam das Video raus und dann ist das völlig viral gegangen und ist eingeschlagen wie eine Bombe. Für meine Verhältnisse. Hat mittlerweile über 300.000 Aufrufe. Mega krass. Voll geil. Ist auf der einen Seite echt super und ich habe mich total darüber gefreut. Auf der anderen Seite ist es aber ziemlich, es ist ziemlich grausam, weil im Verhältnis hast du dann die Bestätigung, ey, den ganzen Kram, den du vorher gemacht hast, der ist Kacke, den interessiert keine Sau. Oder verhältnismäßig halt keine Sau. Ich hatte natürlich trotzdem einiges an Zuschauern, aber die waren halt nicht so groß wie die bei dem Kingdom Hearts Video. Wenn du das andere gegenüberstellst, merkst du dir halt, okay, das ist scheinbar geil und dein gesamter Aufwand, den du die Jahre davor gemacht hast, der ist für den Arsch, kannst du wegwerfen. Und ab dem Zeitpunkt bin ich für die Leute irgendwie so der Kingdom Hearts Typ geworden. Und das wollte ich nie sein. Ich wollte nie der Kingdom Hearts Typ sein. Ich meine, Kingdom Hearts, ich liebe Kingdom Hearts. Das ist ein ganz großes Thema für mich gewesen und ist es auch immer noch. Aber es gibt halt in meinem Nerdleben nicht nur Kingdom Hearts, ja? Ich habe vorher jede Menge Filmreviews gemacht. Ich habe auch irgendwie anderen versucht, Gaming-Content zu machen. Gut, das mache ich mittlerweile auf Twitch. Aber auch das habe ich gemacht. Am Anfang waren eigentlich meine erfolgreichsten Videos, wo ich noch so um die 1000 Abos oder so hatte, wo auf einmal dann so ein Star Wars Video, was 20.000 Aufrufe hatte, weil alle Leute im Hype waren für die Sequel-Trilogie, ja, nicht gut gealtert. Aber da war ich dann schon wieder irgendwie so ein bisschen mehr so, ja, Star Wars ist mein Ding und ich habe so ein bisschen versucht, mich zu finden. Und auf einmal wurde es Kingdom Hearts. Und an sich ist das eine schöne Sache, dass die Leute mich als den Kingdom Hearts-Typen sehen. Aber es wird halt zu einem Problem, wenn du merkst, dass die Sache, Kingdom Hearts in dem Fall, dich so einschränkt, dass du nie wieder was anderes machen darfst, außer Kingdom Hearts. Weil ich habe es ja danach immer noch probiert, habe gedacht, cool, jetzt sind die Abos da, ich mache jetzt einfach weiter Content, dann wird es da auch einfach mehr Aufrufe geben. Aber nee, solange nicht Kingdom Hearts dran steht, an dem Video, was ich hochlade, gucken sich das die meisten Leute einfach nie an. Weil die halt sagen, ne, das ist der Typ, das ist der Kingdom Hearts Mann, den habe ich für Kingdom Hearts abonniert, das gucke ich mir an und den Rest halt nicht. Und auch das ist einfach super frustrierend. Und es ist einschränkend. Das ist der Moment, wo sich eine schöne Sache, wofür du Aufmerksamkeit bekommst und wo du dich halt für reingekniet hast, wo das auf einmal ins Gegenteil umschlägt und eine Belastung wirklich für dich selber wird. Und das Ding ist, ich habe zwar das letzte Jahr über wirklich viel schönen Support auf Twitch bekommen und habe da auch ein bisschen was verdient, was echt schön war, was dazu geführt hat, dass ich einfach solche Sachen wieder hinten habe. Ja? Im Endeffekt ist es aber so, was soll ich damit, wenn ich keine Zeit mehr für mich selber habe? Was bringt mir das denn? Was bringt es mir denn, wenn ein paar Leute, und das ist wie gesagt auch, also ich werde damit jetzt nicht reich, oder? Ja, der Reihe mit YouTube werde ich nicht reich. Leute haben so ein lächerliches Verständnis dafür, was man mit YouTube für Geld verdient. Weil es irgendwelche einzelnen YouTube-Superstars gibt, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und dann auch alles richtig gemacht haben. Und die jetzt wirklich halt mega reich sind. Aber das ist halt nicht die Norm so, ne? Die Leute denken so von wegen, du lädst ein YouTube-Video. Ich hab original, ohne Scheiß, ich hab mal mit einer Person geschrieben, die hat mich irgendwie angekackt. Das ist das nächste Thema, was ich ansprechen würde. Die hat mich irgendwie angekackt und meinte von wegen, ja, wo bleibt denn hier ein neues Video und so weiter und bla 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 und dieses und jenes. Und ich habe ganz nett und freundlich versucht von ihr, hey, chill mal, kommt schon, wenn es kommt, ne? Ich muss aber mal gucken, wie ich Zeit dafür finde und so. Und geht halt gerade nicht. Und dann meinte die Person tatsächlich, was ich mich denn so anstellen würde. Ich habe doch über 200.000 Euro mit meinem YouTube-Video verdient. Und ich so, was? Hä? Wie kommst du denn darauf? Ja, das hat doch über 200.000 Klicks. Du kriegst dafür jeden Klick einen Euro. Und ich wusste nicht, ob die Person trollt oder dumm ist. Ich glaube, ein bisschen von beiden. Ich bin mir nicht sicher, aber das ist Quatsch. Also, ich weiß nicht, was Leute für ein Gefühl haben, was man mit YouTube verdient. Wenn ein. Ich spreche jetzt nur von mir. Ja, und meine Upload-Rate ist auch echt beschissen. Weil ich halt so wenig Zeit habe. Ich spreche jetzt aber wirklich nur von mir. Wenn ein Monat richtig gut bei mir läuft, ja, und die Leute wirklich viele Videos geguckt haben, da viel Werbung lief und ich dafür halt einen kleinen Obolus kriege. Wenn ein Monat richtig, richtig geil war, dann verdiene ich persönlich, jetzt gerade aktuell, verdiene ich im Monat mit YouTube
verdiene ich so um die 40 Euro. 40 Euro dafür, dass ich mir die Nächte um die Ohren schlage, nicht schlafe und Wochen, Monate meines Lebens dafür aufopfere, für andere Leute halt irgendwie so Content zu produzieren, die dann halt gegebenenfalls echt unverschämt sind, dich irgendwie anpaulen wegen irgendwas. Und du denkst dir so, Digga, also ich bin dir nichts schuldig. Ich mach das eigentlich, weil ich ein netter Dude bin. Ich habe früher immer auch diesen Disclaimer bei mir in den Videos gehabt, ganz am Anfang, dass ich, ey, übrigens hier, ich verdiene damit kein Geld und dieses und jenes und bla bla bla, weil ich auch meine YouTube-Videos damals gar nicht zur Monetarisierung freigestellt habe, so also aktiviert habe. Weil ich zum einen gedacht habe, das wäre der falsche Anreiz für mich, weil ich es nur am Spaß an der Freude machen wollte und nicht, um irgendwie damit Geld zu generieren. Und auf der anderen Seite einfach, weil ich mich mit diesem ganzen Kram wie Steuern und Kleingewerbe und sowas überhaupt nicht beschäftigen wollte. Das ist der nächste Faktor. Du musst, sobald du irgendein bisschen was verdienst im Internet, egal was es ist, ja, also Ansage an alle, die vielleicht auch kleine Twitch-Streamer oder irgendwie sowas sind oder auf YouTube streamen oder so, sobald ihr im Monat irgendeinen Betrag bekommt, selbst wenn das nur 10 Euro sind, ist scheißegal, und ihr meldet das nicht an, dann macht ihr auf eine gewisse Art und Weise Steuerhinterziehung. Das müsst ihr alles anmelden. Und nur weil euch jemand auf Twitch etwas spendet, ist das keine Spende, weil ihr ja keine gemeinnützige Organisation seid. Das heißt, selbst wenn du den Support bekommst von Leuten und die nett sind und die dir einfach mal einen Fünfer geben und so weiter, dafür, dass du da halt streamst oder so, hast du halt automatisch auch einfach nochmal zusätzlich zu dem gesamten, ich muss Content produzieren, hast du einfach noch dazu diesen ganzen Batzen, der einfach Steuer heißt und der einfach für den Arsch ist und zum Kotzen. Also Steuerberater, die das zu ihrem Job gemacht haben, Respekt, ich könnte es nie machen, ich finde es furchtbar. Aber das sind ja, glaube ich, auch die einzigen Menschen auf der Welt, die gerne Steuern machen. Und das sollte man nicht unterschätzen, was das für ein Aufwand ist, wenn du das alles auch noch zusätzlich machen musst. Und im Endeffekt, warum mache ich das alles? Ich bin ein Typ, der, obwohl er immer sehr kritisch und hemmungslos ehrlich ist, eigentlich ein Typ bin, der immer versucht, es allen Leuten recht zu machen. Und das ist das, was ich im Prinzip früher gemacht habe. Ich habe angefangen, ein paar YouTube-Videos zu machen, habe auf die Kommentare geguckt, dann hat einer gesagt, ey, mach doch mal das, ey, mach doch mal das, ey, mach doch mal das. Habe das sofort versucht umzusetzen, habe versucht, den Leuten das zu geben, wonach sie mich gefragt haben. Dann wurde ich irgendwann größer und die Leute haben gesagt, ey, jetzt fang doch mal an zu streamen. Let's Plays sind out, mach Streaming. Okay, habe ich angefangen, auf YouTube zu streamen. Haben sie gesagt, ja, aber YouTube ist nicht der Place to be. Geh mal auf Twitch. Geh mal auf Twitch. Los, mach jetzt Twitch. Okay, bin ich zu Twitch gegangen. Bacon, du musst dieses machen. Bacon, du musst die Emotes haben. Bacon, du musst das Spiel spielen. Und so weiter und so fort. Und ich habe das mal einfach alles gemacht. Bacon, ich vermisse deinen Podcast. Mach doch mal Podcast. Okay, bam, wir machen die Lage der Nation. Wir haben Podcast. Alle 2 Wochen kommt eine neue Folge raus. Bacon, ich möchte Merchandise von dir kaufen. Bitte, bitte, bitte. Ich möchte Bacon-Zack-Merchandise. Bitte mach einen Shop auf. Okay, ich eröffne einen Merchandise-Shop. Weil die Leute danach fragen. Und ich im Endeffekt nicht Nein sagen kann. Und binde mir mit jedem weiteren Wunsch, binde ich mir einen weiteren Sandsack mit zeitlicher Belastung an mich dran. Und das geht einfach nicht mehr. Das funktioniert nicht. Ich kann so nicht funktionieren. Also ich bin echt die letzten Wochen so runter gewesen mit den Nerven und auch einfach körperlich und geistig. Das ging nicht mehr. Und gerade das Union Cross einfach erklärt Video war so unfassbar anstrengend. Mich da durchzuwühlen, das zu erarbeiten, das zu schreiben, es ist verworrener Kram. Aber dazu kommt halt noch, dass das Ding an sich, es ist ein Kack-Handyspiel, Mann. Es ist zwar Kingdom Hearts, aber es ist ein Kack-Handyspiel. Das macht mir auch keinen Spaß. Ich habe dieses Video nur gemacht, um halt euch was Schönes zu geben dann. So. Also ich muss diese Videos nicht machen, weil ich verstehe das. Ich weiß, wie Kingdom Hearts funktioniert. Ihr seid diejenigen, die da ein Interesse dran haben, vielleicht von mir Content zu sehen und dass ihnen das einer erklärt. Ich mache das für euch in erster Linie und nicht für mich. Und ich merke aber einfach, dass das nicht funktioniert. Und ich bin jetzt wieder an einem Punkt wie damals, wie bevor ich das erste Kingdom Hearts Video gemacht habe, wo ich mir überlege, macht es überhaupt noch Sinn, das alles weiterzumachen? Weil, wie gesagt, entweder ich mache etwas,
was mir selber eigentlich keinen Spaß mehr macht, wo ich keine Freude für empfinde und ich es nur mache, um andere Leute zufriedenzustellen. Und dafür kriege ich dann ein bisschen Geld und das ist auch schön. Und dafür kann ich mir halt irgendwie schöne Sachen irgendwie holen, die ich dann hier in den Hintergrund stelle und dadurch von der Steuer absetzen kann und sowas. Aber was bringt mir das, wenn ich keine Zeit habe, mich daran zu erfreuen? Mache ich das nicht? Und ich sage einfach, ey, ich mache mein eigenes Ding. Ich streame jetzt dieses und jenes oder ich mache jetzt mal ein Video über dieses Thema und nicht Kingdom Hearts oder so. Dann guckt sich das im Verhältnis aber keine Sau an. Aber wenn sich das keiner anguckt, auf einer Plattform wie YouTube oder Twitch oder wo auch immer, die da halt, darauf halt aufbaut, zu sagen, du musst deine Reichweite erhöhen, ja? Und du willst von vielen Leuten gesehen werden. Und es sieht niemand, weil sich niemand anguckt. Warum machst du es dann überhaupt? Also, ich stehe dem gegenüber zu sagen, wenn du das machst, was die Leute von dir wollen, lebst du nur für andere Leute und nicht für dich selber und du hast keine Freude daran und es frisst dich auf. Wenn du das machst, was du möchtest, interessiert es keine Sau und du musst es eigentlich von vornherein nicht machen. Und das ist die Zwickmühle, wo ich gerade bin. Und ich habe ganz lange darüber nachgedacht, ob das jetzt der richtige Schritt ist oder nicht. Und vielleicht ist es auch ein großer Fehler und ich werde in ein paar Jahren zurückblicken und werde mir sagen, oh mein Gott, warum hast du das gemacht? Aber man kann halt nur Trial and Error machen. So, und das ist wie so oft im Leben, ne? Man kann nur versuchen, das Richtige zu machen. Ob es das Richtige war, weiß man nicht. Wir ändern uns alle. Wir sind alle unterschiedliche Menschen in unserem Leben und wir verändern uns mit jedem Jahr. Das ist in Ordnung, solange man sich nur daran erinnert, wer man mal war. Und ich weiß noch, wer ich war, als ich angefangen habe mit YouTube. Und ich weiß, wer ich jetzt bin. Und es gibt eigentlich nur einen logischen Schluss, den ich aus dieser Situation ziehen kann. Ich muss mir eingestehen, Nerdcalypse funktioniert nicht. Das, was ich mir überlegt habe, wo ich gesagt habe, bewusst, ich mache das anders als andere, ich arbeite nicht für den YouTube-Algorithmus und so weiter, das klappt einfach nicht. Das funktioniert nicht. Es hat seinen Grund, warum große YouTuber halt so Content machen, wie sie den Content machen und nicht anders. Ich war halt naiv, ich war stur, ich wollte das unbedingt anders machen, aber es funktioniert nicht. Nerdcalypse als Projekt ist gescheitert. Und das ist ein hartes Ding so, weil ich habe da, wie gesagt, viel, viel Energie und Zeit reingesteckt, mein Herzblut. Und ich wollte so gerne, dass das funktioniert, aber es funktioniert einfach nicht. Und es funktioniert halt nur zu dem Preis, entweder ich müsste meinen Job kündigen und müsste irgendwie auf einmal, weiß ich nicht, ich kann von dem bisschen, was ich bekomme, nicht leben, bei Twitch und so weiter. Und selbst wenn, möchte ich nicht, dass ich abhängig bin von der Gnade meiner Zuschauer. Das ist furchtbar und das möchte ich auch niemandem aufbürden, als Zuschauer dann zu sagen, oh, ich muss jetzt aber den Bacon supporten, weil ansonsten kann er seine Miete nicht zahlen. Nein, das möchte ich nicht. Und da bist du an dem Punkt halt, wo du sagst, eigentlich müsstest du das alles sein lassen. Das macht so keinen Sinn. Aber ich sage auch, ich habe halt viel in mich gehorcht. Hab drüber nachgedacht. Ich sag auch, ich will nicht gehen. So, YouTube ist trotzdem, gerade dadurch, dass es halt so eine extreme Belastung in meinem Leben war, die letzten Jahre, immer mal wieder nebenher. Es gab natürlich immer mal Hochphasen und mal wieder niedrige Phasen. Aber gerade in den Phasen, wo ich so viel Druck und Feuer nur hatte und sich mein gesamtes Gedankenbild nur um YouTube und Internet-Content gedreht hat, wenn ich nicht gerade selber irgendwie was anderes gemacht habe oder auf der Arbeit war oder so. Es ist halt einfach zu einem krassen Bestandteil meines Lebens und meiner eigenen Persönlichkeit geworden. Und ich bin jetzt ein anderer als noch am Anfang und ich habe jetzt einfach viel dazugelernt als vorher und deswegen muss ich jetzt ankündigen, oder möchte ankündigen, dass ab sofort auf meinem Kanal Baconzack nur noch Kingdom Hearts Content kommt. Nur noch. Ich kann rummosern und mich darüber aufregen,
die Leute nicht meinen anderen Kram supporten und warum wollen die denn nur Kingdom Hearts sehen? Und das ist für mich anstrengend. Ja, okay, das könnte ich machen. Habe ich jetzt auch eine Zeit lang gemacht. Ich könnte aber auch einfach meinen Arsch hochkriegen, das annehmen. Ja, dieses Zepter, was mir in die Hand gedrückt wurde von der Internet-Community. Und kann einfach versuchen, das auch wirklich in mich aufzunehmen und so wiederzugeben, wie es sich gebühren würde. Und das möchte ich jetzt tun. Das heißt nicht, dass hier gar kein anderer Content mehr kommt. Sagen wir mal, ich lasse mir mal das Hintertürchen offen, dass ich sage, zu 90% kommt hier Kingdom Hearts Content. Und die restlichen 10% könnten trotzdem nochmal was anderes sein, wenn ich die Zeit dafür finde. Ihr werdet es vielleicht auch schon gesehen haben, ich habe den Channel ein bisschen umgebrandet, ein bisschen anderes Design. Das hängt damit zusammen. Aber das Ding ist, was ist mit den anderen Sachen? Es ist ja jetzt keine Lösung zu sagen, ich opfer mich nur für Kingdom Hearts auf. Und das klingt so negativ. Also ich mag Kingdom Hearts sehr. Ich mag Kingdom Hearts sehr. Das Ding ist halt nur, ich mag aber halt auch andere Dinge. Gucken wir uns doch mal an, was damals das allererste Video war, was ich jemals hochgeladen habe. Das war das hier. Hallo Internet! Mein Name ist Baconzack und wenn ihr mich schon kennt, ja, dann habt ihr mein Beileid verdient. Nichtsdestotrotz, willkommen auf meinem neuen Kanal! Yay! Die Frage, die jetzt im Raum steht, ist vermutlich, was soll das Ganze? Naja, der Channel ist brandneu und deswegen erwartet euch hier auch brandneuer Content! Zum Beispiel Let's Plays! Drücken Sie die Aktionstaste. Ich habe keine Aktionstaste. Filme! Look, I don't want to talk about it. I'm gonna go upstairs and wash up and go to bed. How dare you talk to me like that? You should tell me everything. You are tearing me apart, Lisa! Comics und Mangas! Wir lesen hier von rechts nach links. Was stimmt mit diesen Leuten nicht? Verschiedene Reviews! Das ist ein sehr schöner Apfel. Dieser Apfel ist ein guter Apfel, denn dieser Apfel ist rot-gelblich. Wenn ihr jetzt sagt, ein Stopp, das haben schon tausende Menschen vor dir gemacht, dann habt ihr recht. Ja, das haben schon tausende Menschen vor mir gemacht. Aber nicht in meinem Stil. Großes erwartet euch. Nun, wenn ihr jetzt beim Ansehen dieses Videos ein Gefühl der tiefen Irritation oder Befremdlichkeit empfindet, dann ist das vollkommen normal, denn das zeigt halt, dass ihr einigermaßen normal seid. Aber vielleicht ist ja auch ein Funken Neugierde dabei. Und wenn das der Fall sein sollte, dann schlage ich euch vor, dass ihr flugs auf Abonnieren klickt, damit ihr auch in Zukunft mein seltsames Gesicht auf eurem Bildschirm sehen könnt. Mal ganz davon abgesehen, dass ihr euch mit Klicken auf Abonnieren das Exklusivrecht sichert, dabei zu sein, in der ersten Reihe bei meinem... Also bis denn, ihr seht mich hoffentlich bald wieder und ich sage an dieser Stelle nur noch, hauen Sie, bauen Sie! Das war mein Kanal-Trailer. Und da habe ich damals gesagt, ey, was gibt's auf meinem Kanal? Was wollte ich machen? Ich wollte Let's Plays machen. Gaming mache ich auf Twitch. Okay. Ich wollte irgendwie Reviews machen. Unboxings und sowas von Dingen. Ich wollte über Comics und Manga sprechen. Das waren im Prinzip so die Grundpfeiler, wo ich mal ursprünglich gesagt habe, das möchte ich machen. Und das möchte ich auch immer noch machen. Und ich glaube einfach, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, das auch wirklich zu tun. Und deswegen seid nicht traurig, wenn ich sage, ich mache auf dem Bacon-Zack-Kanal nur noch Kingdom Hearts Content. Denn ab sofort
Ihr könnt die Kanäle jetzt abonnieren und das erste Video ist jeweils schon da. Gibt es Zweitkanäle von mir. Es gibt Bacon Zack Kino, da kommen meine Filmreviews hin und einfach meine Sachen, wo ich über Filme und Serien spreche. Dann gibt es Bacon Zack Manga und Comics, wo ich über Manga und Comics mit euch sprechen möchte. Und es gibt Bacon Zack Geiler Scheiß, wo ich halt, wenn ich mir besonders teure oder coole Figuren halt irgendwie hole oder irgendwelches Merchandise und ich das gerne auspacken möchte und das vorstellen möchte, was ich da machen kann. Wie gesagt, diese Kanäle sind jetzt online. Wenn euch irgendein Thema davon interessiert, dann könnt ihr jetzt abonnieren, könnt das erste Video angucken und hoffentlich dabei eine gute Zeit haben. Man könnte jetzt sagen, er hat doch gerade gesagt, dass er keine Zeit hat und so weiter. Wie soll er das machen? Ja, das ist der nächste Punkt. Ich werde, wann immer ein Kingdom Hearts Spiel abgeschlossen wurde, ein großes, dickes, langes, je nachdem wie das Spiel das natürlich erfordert, einfach erklärt Video machen. Weil der Plot von Kingdom Hearts wird mit den weiteren Spielen nicht einfacher werden. Das werde ich machen. Aber in der Zeit zwischen diesen Spielen, wo halt mal locker 2, 3, 4 Jahre jeweils vergehen, möchte ich simpleren Content machen. Ich möchte mehr Videos rausbringen und ich möchte Videos rausbringen, die nicht so ellenlang sind und auch nicht so super krass editiert sind. Das sind natürlich dann trotzdem Videos, wo ich sage, das erfüllt irgendwo meinen qualitativen Anspruch, aber es sind halt nicht so krass editierte Videos wie meine einfach erklärt Videos aktuell. Es sind mehr Videos, so wie man es auch von anderen YouTubern kennt. Das ist etwas, was ich, glaube ich, leisten kann, wo ich, glaube ich, sage, ich kann ein Video pro Woche hochladen. Das sollte ich schaffen. Und ich möchte das im Wechsel machen. Das soll rotieren. Also es kann natürlich immer mal sein, dass ich gerade in dem einen Themenbereich mehr habe, worüber ich reden möchte. Und ich habe bei dem anderen Themenbereich mehr, worüber ich reden möchte. Aber im Endeffekt soll es durchrotieren, sodass im Wechsel jede Woche immer ein Video erscheint. Das heißt, ihr hättet im Prinzip 4 Videos im Monat, ein Video pro Woche und so gesehen, für einen Kanal gesehen, ein Video pro Monat. Das ist das Ziel, was ich mir jetzt selber setze. Und wie gesagt, es kann sein, dass das der größte Fehler ist ever und dass ich damit total auf die Nase falle, aber ich probiere es einfach aus. Und ich möchte das jetzt nochmal probieren. Ich möchte back to the roots gehen. Ich möchte das machen, zusätzlich machen zu dem, weswegen ich überhaupt mal damals angefangen habe mit YouTube. Ich habe mich irgendwie völlig verzettelt. Und ich muss jetzt einfach darauf achten, auf mich selber achten, auf das achten, was ich selber möchte und nicht, was andere möchten. Und möchte einfach nochmal das Ganze ausprobieren, wie es läuft, wenn ich mehr in der Spur fahre, die YouTube einem eigentlich vorgibt. Und nicht sage, hey, ich mache mein komplett eigenes Ding, ich mache irgendwie eine Offroad-Tour. Nee, ich werde versuchen, das jetzt einfach mehr so zu machen, wie YouTube sich das vorstellt. Und dann werde ich schauen, ob ich damit erfolgreich bin oder nicht. Und wenn ich damit nicht erfolgreich bin, okay, dann habe ich es zumindest probiert. Und dann können wir das Ganze hier wirklich irgendwie sterben lassen. Ich werde auch nicht jünger, ihr auch nicht. Aber ich möchte es schon gerne nochmal probieren. Und ich möchte vor allem diesen Hauptkanal zu Kingdom Hearts absolut nicht sterben lassen. Heißt natürlich aber auch, wenn ihr mich motivieren wollt, ihr könnt mich nicht damit motivieren, indem ihr in meinen Twitch-Stream kommt und mir irgendwie Geld in den Kopf schmeißt. Ich freue mich natürlich trotzdem darüber. Ich meine, wer sagt denn Nein zu einer Spende? Wenn da einer jemand anderen mal irgendwie einen Fünfer zusteckt, sagt doch keiner Nein. Klar freue ich mich darüber. Aber das ist nicht das, was mich am Ende motiviert. Was mich wirklich am Ende motiviert, ist, wenn ich Kommentare lese und Leute mir sagen, wow, das ist total super, was du gemacht hast, danke dafür. Ich habe das so vorhin noch nicht gesehen, jetzt verstehe ich das erst. Oder wow, aus dem Blickwinkel habe ich das noch nicht betrachtet. Oder ey, du hast total recht mit der Sache. Oder ey, hast du aber schon mal daran gedacht? Ich sehe das ein bisschen anders. Diese Diskussion, die dabei entsteht. Der Austausch mit anderen Leuten. Das ist eigentlich das, was mir wichtig ist. Und zu sehen, dass das angenommen wird. Und da muss man pragmatisch sein. Man sieht halt, ob es angenommen wird oder nicht. Dadurch, wenn die Aufrufzahlen halt steigen von solchen Sachen und man wirklich wächst, wenn mehr Abonnenten dazukommen, wenn mehr Videoaufrufe dazukommen, dann weiß man, man macht etwas richtig. Und das möchte ich gerne haben. Jeder kann mich dabei unterstützen, indem er einfach sich die Videos anguckt, anderen Leuten von meinen Videos erzählt vielleicht, die vielleicht auch auf Social Media teilt, mich verlinkt. Das wäre super nett. Ansonsten lehnt euch zurück. Lasst das mal den Papa machen.
Wir gehen in das nächste Kapitel meines YouTuber-Lebens. Und ich freue mich sehr, wenn ihr alle weiterhin mit dabei seid und vielleicht noch ein paar Leute dazukommen. Das wäre super. Ich danke euch fürs Angucken. Möchte euch einfach noch sagen, versucht YouTube-Content, das ist noch nicht mal nur auf mich bezogen, ja, versucht YouTube-Content nicht für selbstverständlich anzunehmen. Es gibt mittlerweile natürlich so unfassbar viele Kanäle, die auch einfach super professionell sind, weil das Firmen sind, die dahinter stecken und ein Team aus vielen Leuten zusammen an einem YouTube-Video arbeiten und das ist deren Job, das zu machen. Aber wenn ihr kleinere YouTuber habt, die so wie ich das zu 90% alles alleine machen und eine One-Man-Show sind, dann zeigt denen auch irgendwie, selbst wenn es nur ein paar nette Worte sind, eine Nachricht oder ein Kommentar, dass ihr das wertschätzt, was die da machen. Weil ansonsten zerbrechen die da dran. Das hat nicht nur etwas mit mir zu tun, das geht jedem kleineren YouTuber so, der sich abstrampelt. Und ihr werdet ja wahrscheinlich nicht nur meinen Content gucken, sondern auch den Content von anderen Leuten. Und wenn ihr jemanden habt, der nicht super professionell und groß ist und der versucht, irgendwie Fuß zu fassen, unterstützt die Leute. Sagt den Leuten, dass ihr ihren Content mögt. Macht denen Mut. Zeigt denen, dass ihr da seid. Und ja, seid einfach dankbar für das, was andere Leute für euch tun. Denn es ist euer gratis Entertainment. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Freut euch auf das Union Cross einfach erklärt Video. Das kommt am Freitag hier online. Vorher, übermorgen, lade ich noch alle Cutscenes von Union Cross einfach mal hoch. Das heißt, es sind einfach alle Cutscenes in Release-Reihenfolge, die ich für relevant halte. Kann man sich angucken, muss man natürlich nicht, weil es kommt ja zwei Tage später sowieso das einfach erklärt Video. Aber ich dachte mir, vielleicht ist das für die Leute trotzdem ganz schön, einfach nochmal alle Cutscenes zusammen zu haben, die das gucken wollen. Denn ich verrate euch ein Geheimnis. Viele Sachen oder viele Zusammenschnitte auf YouTube, die ihr findet zu Union Cross, sind Bullshit, weil es Fanübersetzungen sind, die fehlerhaft sind und ihr kaum jemanden findet, der noch die tatsächlichen Cutscenes zusammengereiht hat und die hochgeladen hat. Vieles davon, was ihr findet bei anderen YouTubern, sind Fanübersetzungen, die Fehler beinhalten. Und ja, so viel dazu. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Öl. Hauen Sie, bauen Sie.